Du bekommst von uns Hollywood zu Hause. Und von Storm Audio das hier. Du hast es an der Überschrift gesehen. Werfen wir gleich mal einen Blick aufs Datenblatt drauf. Die Fusion 20 hat jenen Preis und bietet dir dafür eine bisher ungeahnte Fülle an Komplettfunktionen, verpackt als ein Paket mit 16 Endstufen, als der womöglich derzeit beste, leistungsfähigste, klangstärkste Vollverstärker für ein Heimkino. Die Frage ist, stimmt das überhaupt? Und die Frage 2 ist, angesichts des Preises kannst du genauso gut zu einem Fachhändler deiner Wahl gehen, dir eine klassische Vorstufe rauslassen und das Ganze mit Endstufen flankieren, die du bereits hast oder wo du weißt, okay, das passt zu meinen Lautsprechern. Also die Frage ist wirklich, macht dieses Komplettpaket für dich Sinn? Und dieser Frage werde ich im Verlauf des nachfolgenden Videos nachgehen. Let's go! Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Okay, wir machen das Ganze hier schnell. Du kennst das Ganze schon, wenn du dich mit der MK3 auseinandergesetzt hast, die nämlich rein theoretisch genauso groß ist wie die Fusion. Sieht man, wie viel Luft in einer MK3 war, aber zum Thema Luft und wie voll es hier ist, dazu später mehr. Das Interessante ist, wenn du mal die Datenblätter vergleichst, sind da ein paar Millimeter Unterschied. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Für mich ist das das Gehäuse der MK3. Hier bekommst du es noch mit so 19 Zoll Einbauwinkelchen dazu. So, jetzt möchte ich dir aber noch mal eine Sache zeigen, dass das Ganze hier jetzt nicht so opulent ist, wie man es sich vielleicht für den Preis wünscht. So dieses Verschwenderische, wie man es von früheren Boliden kennt, sind wir ganz ehrlich, da kann man auch andere Geräte anschauen. Die Zeiten sind vorbei, wo jetzt hier Materialschlachten stattfinden. Die Frage ist einfach, nettes Design. Was mich mehr stört, ganz ehrlich, das ist das Thema hier mit diesem Display. Das ist nämlich kein Touch. Aber bevor wir hier nochmal ganz kurz ins Display reingucken, mache ich das, was für viele immer ein absolutes Highlight ist. Speziell bei Elektroautos, wir ziehen jetzt die Folie ab. Und stellvertretend für viele mache ich jetzt so, oh, ist das schön. Wunderbar. Oh, guck mal, wie traumhaft. Ja, wunderbar. So, aber ganz im Ernst, das Ding hier bitte nicht wegschmeißen, weil, ich lege es deswegen auch mal ganz vorsichtig oben drauf, diese Fläche hier, das weiß ich jetzt mittlerweile von der MK2, relativ masochistisch ist. Die mag es, verkratzt zu werden. Ob jetzt die MK3 hier verbessert ist, ich weiß es nicht. Zumindest haben wir den Vorteil, dass durch diese Kunststoffflanken hier, ich habe hier mein Handy am Start und kann dir die nochmal in einer wunderschönen, ach, das war zu viel Detail, in einer wunderschönen Detailansicht hier zeigen. Ja, das sieht gut aus. Fasst sich auch nicht an, ist allerdings kein richtiges Aluminium. Diese stehen so leicht über. Dadurch hast du nicht den Effekt wie einer unserer geschätzten Kunden, der dann seine MK2 über die komplette Frontplatte, ich blende dir mal kurz ein Bild ein von MK2, dass du weißt, was ich damit meine, der hat die so in einen Originalkarton reingesteckt und hatte nachher eine zerkratzte Front, weil die Styroporteile ohne diese Schutzfolie hier so ein bisschen Schabernack getrieben haben. Das wollen wir nicht, deswegen sage ich es ja nochmal. So, jetzt siehst du noch das ganze Design in seiner vollen Pracht. Und schöne Sache zuerst, also zunächst mal, ich finde den Lautstärkeregler, ich meine, ich werde jetzt hier nicht in Ekstase geraten, aber er macht seine Sache recht ordentlich. Ja, kriegt man es mit dem Handy so ein bisschen schöner hin. So. Und du siehst auch hier drüben, das wandert hier in Zehntelschritten. Darauf stehe ich ja. Ja, das ist Präzision. Und wenn ich jetzt wieder hier vom Blu-ray-Player ein bisschen Musik gebe, dann kannst du das hier umschalten. Ich mache dir ein paar Schnittbilder rein, was du für Auswahlmöglichkeiten hast. Das ist ziemlich cool. Aber gegenüber den Vorgängerversionen, wo man zumindest die IP-Adresse rauslesen konnte, wenn man hier drauf drückt. Das ist übrigens jetzt eine andere Ansicht hier für die nächste Zone. Muss man jetzt hier einmal drauf drücken. Dann hier runter wandern, wenn ich das jetzt ändern will. Ich mache es jedes Mal irgendwie dann doch falsch. Ich drücke jetzt hier einmal hier drüben drauf. Oder war das jetzt hier? Und hier wieder hoch, ja, wieder raus. Auf jeden Fall so eine verschachtelte Bedienung mit hoch, runter, Enter und dann hier mal bestätigen. Es ist nicht meins, vielleicht bin ich auch nur zu blöd dafür. Vielleicht gelingt es dir besser. Da vermisse ich eine Möglichkeit zum Touchen. Da denke ich wieder an die wunderbare NAD, was das Thema betrifft.
Aber gut, eine silberne Version gibt es davon nicht. Ich glaube auch nicht, dass eine kommen wird, weil zum einen ist der Bedarf nach Silber offensichtlich nicht so ganz groß, zumindest nicht aus den Blickwinkeln von Storm Audio. Und zum anderen empfehle ich es auch nicht, weil selbst wenn du dir das Ding im Wohnzimmer stellst, ich empfehle jedem immer Go Black. Nicht, weil das mein persönliches Fable ist, sondern einfach, weil du schwarze Geräte immer kombinieren kannst. Was bringt es dir, wenn Storm das Ding jetzt im schönsten Silber der ganzen Welt rausbringt? Klar, wenn du es einzeln auf deinem Highboard präsentierst, mag das sinnvoll sein. Ob dann aber die gesamte Gehäuseverarbeitung, die letztendlich wie so ein PC-Case anmutet, wirklich diesem Habitus gerecht wird, musst du entscheiden. Nur du findest nie irgendwas Passendes. Subwoofer-Verstärker, Blu-ray-Player, CD-Player, was immer du dazu stellst, es wird nie passen. Deswegen schwarz, 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 schwarz. Hier sehen wir auch schon gleichzeitig eine der Sachen, auf die ich nachher achten werde, nämlich Gehäuselüftung. Wann springt die an? Wie laut ist die? Und wenn wir schon beim Gehäuse sind, ich mache jetzt mal ganz böse hier ein Hard Power Off. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Bam, gucken wir mal von hinten drauf. Fangen wir mit dem Positiven an. Das, was da ist, gefällt mir. Ja, das ist hier alles ordentlich eingefasst. Hier diese HDMI-Ports. Hier schon mit der 2.1-Version mit 40 Gigabit Datenvolumen. Zwei Ausgänge. Das ist dann auch gleichzeitig das volle Softwarepaket bei der Fusion. Die ist hier mit der MK3 gleichgestellt. Das heißt, du hast hier schon HDMI-Matrix hin drin. Kannst es für Zone 2 Mirroring nutzen. Das Ganze unterstützt CEC, EARC. Coole Sache. Dann hier digitale Eingänge, Trigger. Eine coole Sache verbirgt sich im Detail hier. Das habe ich über eine Kundenanfrage festgestellt. Du kannst über die Software, zeige ich dir später, diese Teile hier zu einem klassischen 5 oder 7.1 Multikanal-Analog-Input umschalten. Und hier unten hochwertige Anschlussbuchsen für die insgesamt 16 Endstufen, von denen du dann jeweils drei Paare brücken kannst. Gucken wir uns dann später auch nochmal im Detail an. Jetzt kommen wir zu dem, was nicht da ist. XLR, hier einmal Eingang, hier viermal Ausgang. Da möchte ich an der Stelle gleich zu dem für mich größten Kritikpunkt an dem Gerät ansetzen. Du bist mit einer Fusion 20 festgelegt. Du musst die Endstufen nehmen. Deswegen wird es nachher wichtig sein zu sehen, wie gut die sind. Denn du kannst nur über diese vier XLR-Ports rausgehen. Das reicht zwar, um vier Subwoofer anzuschließen, um mit D-Rack ART, was hier mitlizenziert ist, Spaß zu haben. Aber damit das Teil richtig rund ist, vermisse ich die Möglichkeit eben zu sagen, ich habe für diese 16 Kanäle auch noch XLRs. Da wäre es mir persönlich lieber, das Teil wäre nochmal höher. Aber laut Storm Audio ist das vom Platz nicht möglich. So, das lassen wir an der Stelle einfach mal so stehen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn sich dieses Teilchen hier den Messungen stellen darf. Welche Überraschung, basiert die Storm Audio Fusion 20 auf einer Storm Audio Vorstufe und einer Storm Audio Endstufe. Was aber jetzt für viele durchaus im ersten Moment überraschend wirkt, ist der Umstand, dass wir jetzt hier nicht ein rein auf Effizienz fokussiertes Produkt haben. So nach dem Motto, wir nehmen die günstigere der beiden Storm Audio Vorstufen, nämlich die Core 16, und packen irgendwelche abgespeckten Endstufen rein. Dem ist nicht so. Denn die Fusion 20 kann ja 20 Kanäle dekodieren. Und damit kann es schon gar keine Core 16 mehr sein, denn genau dieser Sprung von 16 auf 20 bedarf noch mehr Rechenleistung. Und genau an dem Punkt orientiert sich dieses Gerät dann deswegen viel mehr an der MK3-Familie als jetzt an der Core 16. Und um es auf den Punkt zu bringen, der ganz große Unterschied von der Fusion 20 zu einer MK3 liegt eben in der nicht möglichen Upgradability, auf Deutsch Aufrüstmöglichkeit, wenn du mehr wie 20 Decoding-Kanäle haben willst. Du kannst dir jetzt nicht sagen, ich möchte dann doch 32 haben oder digitale Ausgänge mit AES 67 bzw. Dante nutzen, wie bei der Storm Audio MK3. Da kannst du bei uns anrufen und sagen, du Lars, ich habe meine Meinung mit Lautsprechern geändert, ich möchte jetzt alles auf Audio over IP machen, schick mir bitte für rund 3.500 €, glaube ich, eine entsprechende Karte, bam, schraubst das Ding auf, in 15 Minuten kannst du deine MK3 dann dementsprechend aufrüsten. Das geht hier nicht. Ansonsten aber ist hier nichts in irgendeiner Form kompromittiert oder irgendwie auf Effizienz getrimmt im negativen Sinne. Was die Endstufen betrifft, vielleicht kannst du ja schon dieses Vorgängerprodukt, die 2 ISP 16.12, die hatte ja im Prinzip auch schon
denselben Mehrkanalverstärker, den Storm Audio im Angebot hatte, damals noch auf Pascal-Audio-Basis, nur halt eben statt 16 Kanälen, wie Storm Audio das einzeln verkauft hat, mit 12. Das war die 2ISP16.12. Logisch bei dem Namen. Ich habe am Anfang auch gedacht und bin auf verschiedenen Messen zum Sebastian gegangen, Mensch, wieso habt denn ihr hier jetzt andere Endstufen drin, die auf dem Papier weniger Leistung haben? Und da hat er mir entgegnet, du hast vielleicht schon Interviews gesehen, das mit der Leistung hat jetzt nicht zu bedeuten, dass die jetzt hier weniger gut sind. Ganz im Gegenteil, der große Unterschied ist, dass man sich verbessern wollte bei den Endstufen, weil so gut wie die Pascal Audio Endstufen auch waren vom Klang her, hatten sie aus seiner Sicht eine große Limitierung. Nämlich, dass immer zwei Kanäle gebündelt an ein Netz Teil hingen. Und so gesehen, wenn du jetzt irgendeinen Kanal hast, der auf einmal mehr Leistung braucht als die anderen, war ihm diese lokale Zweierstromversorgung dahingehend eine Limitierung. Und er hat gesagt, diese Ice-Powered Engines, die er jetzt hier drin hat, die haben eine zentrale Stromversorgung mit hoher Stromlieferfähigkeit, wo dann immer dynamisch dort, wo es gebraucht wird, die Leistung hingeschoben werden kann. Denn das ist in der Praxis der Punkt, auf den es seiner Meinung nach ankommt. Und zusätzlich ging es ja noch um das Thema Signal-to-Noise-Ratio und generell einfach Klangqualität. Das waren Punkte, wo man hier bei der Fusion 20 die Erfahrung, die man gesammelt hat, sowohl auf der Vorstufenseite als auch der Endstufenseite hier reingesteckt hat, um das Produkt hier zu evolutionieren. Und in dem Zusammenhang ist auch nochmal gerade bei Storm Audio viel Grundsätzliches sehr interessant. Man ist hierher gegangen, also ist jetzt nichts Neues von der Vorstufe her, wirklich zu sagen, wir machen ein Gerät mit einer durchgehenden 48 Kilohertz Clock. Es geht hier nicht um ein Datenblattprodukt im Sinne von, wer kann jetzt die höchsten Sampling Rates irgendwo in einem DSP generieren, sondern wie bietet Storm Audio generell die beste Klangqualität. Und wir haben regelmäßig Kunden, die diese Vorstufen oder jetzt auch dann später die Fusion 20 mit anderen Geräten vergleichen und wirklich überrascht sind, was hier an Klangqualität rauskommt. Das hier ist eine Klangmaschine, weil eben hier intern sehr viel aufwendig gemacht ist mit Entkopplung der Geräte untereinander, von der Masseführung her, von der lokalen Spannungsversorgung her und eben auch mit einem Multichannel DAC, der hier dafür sorgt, dass du eine hohe Homogenität hast, keine Serienstreuung. Ich kann jetzt nur eins zu eins das weitergeben. So tief bin ich jetzt nicht drin, dass ich jeden Chip einzeln kenne. Und ja, wir bieten für die Storm Audio Vorstufen dann sogar nochmal einen Schritt an, wo man dann einzelne Bauteile ausbauen oder austauschen und dann noch Tunings machen. Bei Bedarf einfach noch auf uns zugehen. Es geht natürlich immer besser, kannst den Ferrari kaufen und den noch tunen lassen. Das kommt dir so ungefähr hin. Aber wir sind hier out of the box auf so einem verdammt hohen technischen Grundlayout-Niveau. Auch das Platinmaterial, das haben wir beim Tuning festgestellt, ist hervorragend. Die Qualität der Komponenten hingegen, da kann man immer noch mal Regalfächer nach oben greifen. Das ist halt eben hier der konzeptionell andere Ansatz, wie zum Beispiel bei einer Anthem AVM90, wo der Hersteller sagt, okay, wir gehen jetzt den konventionellen Weg, was das Thema DSP-Architektur betrifft, was das Thema Grunddesign, Software betrifft. Die entwickeln das nicht selber, so wie Storm Audio, wo ein riesen Engineering dahinter setzt und sagen dann halt, okay, wir machen es dann über Wandler, über Netzteile, über den klassischen high-fidelen Weg. Und bei Storm Audio gibt es eben sehr viel in dem Wege des Processings, des Decodings, des Andersdenkens und weniger des, dass der Hersteller jetzt 100 Kondensatoren an jeder Stelle kreuz und quer vergleicht, ist jetzt meine Analyse von dem Gerät. Ja, und deswegen, wenn du das Gerät auch mal von innen auf anschaust, hast du jetzt hier nicht wie bei der Vorstufe den Eindruck, okay, 80% ist Luft, sondern hier ist wirklich was los, weil man einfach feststellt, hier wurde auch sehr kompakt gebaut. Da wurde dann eben auch die Effizienz mit reingebracht. Aber jetzt nicht im Sinne von, wir gucken irgendwo, dass wir sparen können, damit wir ein All-in-One-Gerät haben. Wie gesagt, das Einzige, ich wiederhole es nochmal, ist ja das Thema hinten mit den XLR-Eingängen, Ausgängen, wo ich sage, die fehlen mir persönlich und zur Not mit einer Sub-D-Buchse, aber das hat man schon vorhin. Ich zeige dir mal kurz softwareseitig jetzt nicht nochmal komplett alles, was das Gerät kann, sonst sitzt du hier noch morgen früh. Es gibt übrigens demnächst die Software 4.6. Dann mache ich auch für dich als unseren Kunden, wenn du so ein Gerät hast, nochmal ein neues Anleitungsvideo und gehe nochmal alles durch. Jetzt sind wir so bei einer Zwischenfirmware. Ich zeige es dir mal. Was ist jetzt hier Fusion bezogen? Du siehst hier die Übersicht. Das ist jetzt hier die aktuelle Software. Und es gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Storm-Video gemacht habe und ob es da drin war. Das ist jetzt hier der Default-Zustand, kompletter Werksmodus. So kriegst du die also. Und hier ist ein Demo-Kino angelegt, das löschen wir mal. Und das Tolle ist, mittlerweile hat Storm viele, viele Sachen richtig geil gemacht. Anders kann ich es nicht nennen, von der Software. Und
hat auf die Kunden unter anderem auf uns gehört. Die haben ein offenes Ohr, die sammeln alles und gucken, okay, wo bündeln wir unsere Ressourcen? Und eine der Sachen, die mir schon immer am Herzen lag, war der größte Nachteil gegenüber Trinhoff. Bei Trinhoff konnte ich immer komplette Kinoprofile switchen. Das geht jetzt hier endlich auch. Und zwar hier oben kannst du neben Main Layout auf dieses Plus drücken, dann fragt er dich hier, ich nenne es jetzt mal Kino 2. Und dann kannst du jetzt hier in diesen Registern einfach unabhängig, und davon kannst du übrigens 6 Stück machen, einfach dir ein Grundkino anlegen und dann in diesem Grundkino, ich glaube 99 Profile, wie du die Konfiguration dieses Grundkinos ändern willst. Mega cool, gibt dir Tonnen an Möglichkeiten und dann kannst du alles noch mit Subtheaters machen. Ich zeig's dir ganz kurz. Wir sind jetzt hier Main Layout und du drückst jetzt hier auf das Plus und dieser Wizard ist so simpel und genial, dass du jetzt hier drüben einfach mal hergehst und sagst, okay, switch dich ja einfach durch. Man geht zuerst den Base Layer durch. Wir nehmen jetzt mal 7.1. Storm Audio hat dir übrigens extrem aufgerüstet und du hast jetzt hier sogar die Möglichkeit, ich gehe es mal komplett durch, auf der unteren Ebene, ich glaube, das waren 19 Lautsprecher, die du hier unterstützen kannst. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn, was es an Konfigurationen gibt. Aber wir gehen jetzt mal wieder ganz deutlich zurück. Übrigens, diese Doppelpfeile sind immer für die nächste Konfiguration, wo Lautsprecher dazukommen. Mit dem einfachen Pfeil ist es immer, wie die vorhandenen Lautsprecher anders gestellt werden. Wir nehmen jetzt mal 7.1. Hier kannst du jetzt schon mal definieren, okay, möchte ich diesen Bridge-Modus haben und mit wie viel Ohm? Die Ohm kannst du hinterher ändern. Wir gehen mal davon aus, wir machen das jetzt für die Links- und Rechts-Lautsprecher. Angenommen, du hast jetzt, wir simulieren das mal beim Center-Speaker, eine digitale Frequenzweichen-Funktion, die du brauchst. Dann trägst du hier einfach ein, wie viele Wege dein Center Speaker hat. Und dann machen wir hier mal 2 Subwoofer. So, hier unten siehst du dann Bridged Channel Use, 2 von 3 Channels, insgesamt 13 von 20. Wie gesagt, 20 kann er dekodieren, 16 davon verstärken und für die restlichen 4 gibt es XLRs. Height Layer ist einfach formuliert Auroposition. Etwas technischer an der, das ist ja toll im Dachzimmer hier, an der Seitenwand kurz unter der Decke. Das ist die Height Configuration. Hier, das ist der Auro Center, Auro Front, Auro Hinten oder halt alle 5. Wir machen jetzt hier mal eine Beispiel-Config mit Dolby Atmos, wo ich dann hier sagen kann, bam, 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 bam. Nehmen wir mal 6 Stück für Dolby Atmos. So, im Übrigen 6 Deckenlautsprecher bei Dolby Atmos ist derzeit das Maximum. Du kannst sowohl Dolby als auch Auro hinterlegen. Und er nimmt dann immer die Lautsprecher, die zu dem Codec passen. Es gibt ja hier auch noch diese Storm XT-Version, die übrigens hier komplett wie das Lizenzpaket, auch da wieder Familienähnlichkeit zur MK3, komplett drin ist. Auch mit dem HDMI-Matrixing, DRIC, ART, alles mit dabei. Und mit Storm XT werden dann zum Beispiel in einer Auro- und Atmos-Mischkonstellation auch immer die Kanäle mitgefahren, die eigentlich gar nicht per Codec erreichbar sind, nämlich mit dem gemeinen Ambient-Sound, damit du dort nochmal Klanglücken schließen kannst. So, jetzt haben wir hier 7.2.0.6 und bam, da haben wir das Ganze hier. Und du siehst jetzt hier, wir haben jetzt hier, steht immer dran, welcher Kanal, Left Front, Right Front, hier haben wir Center. Und du kannst jetzt hier ganz bequem, sogar unterschiedlich für links und rechts, umstellen, ob du hingehen kannst, 6 oder oben oder mehr. Nur du kannst nicht wieder auf Single-Ended zurückstellen. Single-Ended bedeutet letztendlich ganz normaler, einfacher Power-Ausgang. So, ansonsten, ich gehe jetzt hier nicht ins Detail. Du kannst dich hier voll austoben. Ich finde es hier oben übrigens lustig mit Create Child. Da kannst du dir, ich zeige es trotzdem kurz, weil ich das so cool finde, ein Subtheater erstellen. Das heißt, in deinem Heimkino, stell dir vor, du hast 7.2.0.6 und möchtest jetzt nur die hinteren Lautsprecher nehmen, wenn du dich so umdrehst und möchtest auf der Rückseite, keine Ahnung, Zeitung lesen. Dann nimmst du jetzt hier Left Back und Right Back und sagst, der Left Back soll Stereo Left und der Right Back Stereo Right bekommen. Drückst du auf Save. Und dann hast du ein Subtheater, wo automatisch die Direct-Informationen übertragen werden. Und du kannst dann dein Kino, welches aktiv ist, hier oben dann einfach auswählen. Das ist richtig cool. Da steht dann hier drüben und du wählst dann hier aus Preset, Theater 1 oder Subtheater. Und dann kannst du in dem Subtheater noch verschiedene Profile machen für die Einstellung in dem Subtheater. Mega. So, jetzt zeige ich dir noch zum Abschluss was sehr Interessantes, was wirklich jetzt Fusion bezogen ist. Du siehst hier jetzt erstmal, bevor wir in die Config gehen, den Überblick über die Kanäle und die Zuweisung auf die Endstufen und die XLR-Ausgänge.
Und du siehst das total übersichtlich. Du siehst hier bei Output, ist das hier ein Amp oder ist das ein XLR-Ausgang? Alle 20 Stück hier drüben durchnummeriert. 1 bis 20. Ist jetzt ein bisschen durcheinander, weil ich hier diese digitale Frequenzweichung so gemacht habe. Aber wir räumen jetzt gleich auf. So. Und du siehst hier mit grün markiert, wie viele Kanäle davon blockiert Theater 1. Das heißt, 19 von 20 Kanälen blockiert insgesamt Theater 1 durch die Digitalfrequenzweichen, die eine, die wir haben, und durch den Bridge Mode. Und wenn du hier auf Output Mapping gehst, dann kannst du das jetzt hier feuchtfröhlich zuweisen. Das heißt, Left Front Kanal 1, das ist dieser BTL Mode. Ist logisch, weil dieser Bridge Mode, der geht nur an Kanal 1, an Kanal 5 und an Kanal 9. Und nimmt dann immer den benachbarten Kanal mit ein. Du kannst jetzt auch zum Beispiel nicht beim Sender sagen, ich nehme Kanal 2, da springt er mir nicht drüber, weil der blockiert ist durch das Brücken bei Endstufe Nummer 1. So, aber dann kann ich zum Beispiel jetzt hier hergehen und sagen, wo sind meine Subwoofer? Die schmeiße ich mir auf die Kanäle. Nehmen wir mal hier 20, das ist der XLR-Ausgang. Also 17, 18, 19 ist XLR. So, jetzt haben wir die Subwoofer mal auf 20 und 19. Und dann sagen wir, okay, ich mache jetzt mal hier die Deckenlautsprecher. 17 passt, 16 passt, 15. Dann gehe ich hier auf die 18 und Left von Top auf die 17. Ja, dann siehst du jetzt hier, habe ich halt einfach zugewiesen, wer soll eine Endstufe bekommen, wer geht per XLR raus. Und so einfach ist das. Und das ist die Magie, die aus meiner Sicht bei der Storm Audio drinsteckt, dass du einfach simpel und trotzdem tief das Gerät steuern kannst, dass das verdammt übersichtlich ist. Was ich auch noch cool finde, ist alles, was hier unter Settings hinzugekommen ist mittlerweile, dass du hier, wie schon erwähnt, Vollausstattung von der Lizenz 2 HDMI-Ports hast, wo du hier einstellen kannst, soll es einfach nur gespiegelt werden, was in Zone 1 passiert. Du kannst auch auf Output 2 ARC machen, kannst aber auch getrennt in Zone 2 rausgehen. Das alles jetzt mit HDMI 2.1, 40 Gigabit auf allen Ports. Hier kannst du Infrarot zuweisen. Bei dem System Setup, gut, das ist jetzt alles Standard. Hier kannst du die Trigger definieren, Audio Delays unterschiedlich für die ganzen Subtheater. Wir haben ein Onscreen Display mittlerweile. Das ist hier dieser OSD Mode, der drin ist. Kannst du hier hinterlegen, ob es unten oder oben angezeigt werden soll. Alles sehr, sehr simpel von der Übersicht. Und immer wieder belebt ist hier der Bereich des Monitorings, wo du jetzt nicht nur hier altbekannt sehen kannst, was kommt rein, was geht raus, wie viel ist auf den Kanälen los, sondern unter Details hast du hier jetzt sogar eine Information zu den ganzen Endstufen. Das heißt, wie warm ist denen? Und da gehe ich mal kurz auf das Thema ein mit dem Lüfter. Wenn ich habe sie jetzt schon ein bisschen benutzt. Also ich drehe jetzt als allerletztes diesen Technikteil. Die ist jetzt durch die ganzen Kinos gegangen. Ich wollte erstmal Praxiserfahrung sammeln und war richtig scharf auf das Teil. Und ich habe nie den Lüfter irgendwie gehört. Es kann sein, dass er mit 600, 700 Umdrehungen lief, aber selbst 2 Meter von meinem Sitzplatz habe ich das nie vernommen. Ich habe aber auch in manchen Räumen eine ganz, ganz leise Klimaanlage. Wenn dann Lüfter drin ist, ist er aus meiner Sicht unhörbar. Was mir aber aufgefallen ist, wenn das... Und das stört mich persönlich, wenn ich das Gerät abschalte. Ich gehe mal mit dem Mikrofon hier rüber. Dann rauscht er sich hier einen ab. Und das macht er so grob eine Minute. So. Aber selbst als Subwooferverstärker oder mit hohen Pegeln habe ich das Gerät nie vernommen. Soll aber keine Garantie sein, dass das nie passieren kann. Ich kann auch nicht alles abdecken. Nachher gibt es wirklich irgendeine Szene und Lautsprecher, aber zumindest jetzt nicht in einem auffälligen Maße. Und das Produkt ist ja ganz neu. Müssen wir abwarten. Aber bisher sieht es sehr, sehr gut aus. Und du siehst hier übrigens ein Gerät stehen, welches schon bald bei dir auch mal zum Testen vorbeikommen kann. Denn das hier wird unser Wanderpokal, den wir wirklich interessierten Kunden zur Verfügung stellen, um einfach selber mal Erfahrung zu sammeln, wie die Fusion 20, gewöhnen wir es Englisch an, dann eben bei dir funktioniert. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir ziehen um. Ich nehme die Fusion 20, wir gehen ein paar Stockwerke tiefer und wir messen mal durch, was denn bei den Endstufen genau passiert.
Wir starten mit zwei Kanal. Du siehst es hier. Storm gibt zwei Kanäle aus. Die wandern hier direkt in das Messgerät mit 8 Ohm Lastwiderständen. Du siehst hier den Clear. Das heißt, wenn dieser Zeiger anspringt, dann heißt es, wir haben Verzerrung im Ausgangssignal. Gleich hüpft, das mache ich jetzt mal kurz. Wir hüpfen hier mal kurz so hoch von der Leistung, dass wir jetzt immer hier im obersten Bereich. Das heißt, jetzt kannst du hier drüben ablesen auf der Skala, wo hier 100 und da 200 steht, wie viel Leistung aktuell hier gemessen wird. Aktuell sind wir hier so zwischen 10 und 30, also bei 20. Und hier, da können wir sehen, wie die Wellenform dargestellt wird. Uns gilt jetzt, den Punkt zu finden, wo hier der Clearex auf einmal zunimmt und wir hier oben abgeschnittene Sinuskurven haben. Und dann gucken wir, welche Leistung da anliegt, an der Grenze. Und wir gehen jetzt mal hoch. Wir sind jetzt hier bei 100 Watt. Ja, das ist hier drüben. Es passiert jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Ja, wir gucken hier, ach, der hier was. Na, so. Zoom mal ein bisschen weiter rein. So, das will ich jetzt sehen. 220, 140, 160. So, bei 160 merke ich, dass er hier oben ein bisschen unsauberer wird, aber der Clear ist immer noch unauffällig. Ich schätze, wenn ich jetzt weitergehe, sind jetzt hier bei minus 6 Dezibel, aber das ist jetzt immer nur in Relation. Wir haben jetzt hier ein 1000 Millivolt Signal. Ne, 2,2. 1000 Hertz Signal mit 2,2 Millivolt so rum. So, jetzt sieht man hier der Schwenk von minus 6 auf 5,9. Ich hoffe, man sieht es auch im Video. Da passiert hier auf einmal was. So, und kurz vor diesem Punkt sind wir hier drüben bei 160 Watt. So, jetzt drehen wir das Ganze kurz runter. Ich stelle jetzt hier bei der Storm um, dass ich in ein Sub-Theater gehe, weil dort kann ich mir eine Multi-Channel-Stereo-Umgebung aufbauen. Du siehst es jetzt auch hier, jetzt gehe ich mit 5 Kanälen raus. Auch wieder hier dieselben Widerstände wie bei all meinen Tests. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier fleißig hoch. Jetzt sind wir hier wieder in der höchsten Skalierung und wir gucken mal, welche Leistung die Storm jetzt hier raushaut. Jetzt sind wir bei 100 Watt. 140. Ja, hier fängt es jetzt schon an. Das heißt, wir haben hier etwas weniger Leistung. 145, 140 um den Dreh rum. Das bietet jetzt die Storm in der Konstellation an 8 Ohm 5 Mal. Jetzt sind wir im Bridged Mode und du siehst jetzt, wir sind hier schon über der Skala. Ich habe jetzt hier nur kurz was umverkabelt wegen dem Bridged Mode. Wir sind jetzt hier, ja, höher zeigt es mir das Messgerät nicht an, deutlich über der 200 Watt Marke. Hier haben wir auf einmal einen Clear, du siehst es da drüben. So, jetzt nur die Frage, wie viel das jetzt dann wirklich ist. Schwierig zu sagen, auf jeden Fall über der Skala. Das war jetzt der Modus BTL kleiner 6 Ohm. Ich stelle das jetzt mal um auf größer 6 Ohm. Da ist er ein bisschen belastbarer sogar noch. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt umschalte auf kleiner 6 Ohm, ja, dann sieht man, hier ist es abgeschnitten. Genau, also größer 6 Ohm leistet er minimal mehr Leistung, aber wir sind hier in jedem Fall deutlich über 200 Watt. Kennst du das, wenn du einen Film anschaust und dir genügt schon, wie hier bei Dune, dieses Intro, um alles draußen zu vergessen, dass du irgendwo noch einen Termin hast, eine WhatsApp noch auf eine Antwort wartet, ach, irgendwie der Briefkasten geöffnet werden will, dass du einen Kunden hast, der da heute irgendwie dich aus der Reserve gelockt hat und du mit einem Schlag in deinem Heimkino
ein Fenster geöffnet bekommst und in eine andere Welt eintrittst, in dem Moment jetzt hier tun. Ich lade dich jetzt ein Stück weit ein, Adane, ich lade dich komplett ein Stück weit mit reinzukommen, so rum ist richtig. Natürlich kann ich jetzt das nicht eins zu eins transportieren. Und bei all den, ich glaube, über 600 Videos, die ich gemacht habe, ist das jedes Mal aufs Neue meine Mission, unabhängig, ob ich jetzt hier eine Storm-Audio oder einen Beamer oder eine Leinwand oder einen Sitz, whatever, selbst eine fucking Fernbedienung vorstelle, das Ziel ist immer dasselbe. Es geht nicht um die Technik, um die Produkte, sondern um das, was ich hier in Form von Gänsehaut, in Form von Tränen, in Form von Begeisterung, von Impulsen zum Nachdenken, dass die Essenz dich erreicht. So, das war jetzt viel allgemein gesprochen, nicht jetzt direkt zur Storm. Der Punkt ist nur einfach, ein Gerät muss dich so mitnehmen. Und je besser die Umgebung ist, desto mehr kann ein hochwertiges Gerät einen Unterschied machen. Und ich habe jetzt hier in diesem Heimkino normalerweise Integra Endstufen dran, die wirklich gut sind. Das sind diese THX Ultra 2 Endstufen, die es leider nicht mehr gibt. Die waren damals richtig, richtig gut, auch preis-leistungstechnisch attraktiv. Und wenn ich das jetzt hier mit einer Fusion 20 höre, dann merke ich, wie hier ebenfalls ein verdammt hohes Niveau geboten wird. Aber gerade bei Tune, wir gucken jetzt mal weiter rein, wenn es um tieffrequente Präzision geht, dieses Loslösen vom Lautsprecher, die Klarheit, die reingebracht wird, bin ich überwältigt. Und wir haben ja viele Heimkinos mittlerweile bauen dürfen. Auch dank dir. Du bist unserem YouTube-Kanal treu, hast hier reingeklickt. Damit unterstützt du uns ja schon. Kannst uns übrigens auch ganz gezielt noch mehr unterstützen durch ein Abo, durch ein Like, durch einen Kommentar. Aber das weißt du schon. Und wir durften mittlerweile über 100 Heimkinos bauen. Und in den allermeisten davon haben wir eine Storm-Audio-Vorstufe reingebaut. Und mit verschiedenen Endstufen logischerweise kombiniert. Meistens mit Yamaha oder mit Rotel. Und die Dinger sind cool. Gar keine Frage. Nur irgendwann gab es mal Lieferschwierigkeiten bei Rattel. Das ist die Kombination aus Yamaha und Rotel. Es gab Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern. Und wir hatten noch ein paar Storm Audio PA16 MK2. Haben wir die beim Kunden installiert. Und wir haben ja überall unsere Universe-Lautsprecher drin oder unsere Climax. Auf jeden Fall immer eine sehr gleiche Umgebung. Du kennst unsere Kinos. Immer eine schöne Handschrift, immer gute Akustik, immer so ein Deckensegel. Aber mit einem Schlag ging da noch mal richtig was. Gerade bei solchen Szenen. Ich lasse es mal laufen. Die Storm-Audio-Endstufen sind richtig geil. Und wir haben auf der Basis ja dann mit Akkutonen gesprochen, haben ja auch noch mal Endstufen von denen bekommen, diese 16-Kanal. Die stellen sie, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr offiziell her, weil es zu viel Aufwand war. Also diese Class-D-Endstufen damals von Pascal Audio, wirklich richtig gut. Und Storm-Audio hat ja gesagt, die hier sollen noch besser sein. Und was ich von der Fusion bisher höre, und ich kenne ja, wie das Kino hier klingt, muss ich sagen, die Endstufen gehen noch mal einen Schritt weiter, wenn es darum geht, Dynamik, Klarheit und Loslösung. Loslösung ist so das Thema, wo ich jedes Mal sage, bei einem digitalen Verstärker, wenn es noch so ein bisschen klebt, ist nicht so toll, aber die machen das richtig gut. Also spontan, ich war jetzt ehrlich gesagt nicht besonders motiviert zu sagen, ich reiße jetzt unser Referenzsystem auseinander, wo die Climax-Lautsprecher dranhängen, da kann ich es nicht so einfach machen, weil wir unter der Decke da oben die Digitalverstärker haben. Aber ich habe null Bedenken, wenn du bei uns diese exklusiven Climax-Lautsprecher kaufst, dass die mit einer Fusion 20 nicht auch famos funktionieren. Ich zeige dir mal kurz, probier's zu transportieren. Hier geht es jetzt um die Loslösung. Übrigens, dieses ganz kurze Aussetzen, das ist immer die Jitter-Synchronisations- Logarithmik, Algorithmik, die da irgendwie Chips. Du weißt, was ich meine. Klingt simpel, aber du bist ein Heimkino-Freak, sonst würdest du das Video nicht schauen. Ich auch, das meine ich jetzt mit voller Wertschätzung. Wenn du sowas hörst, merkst du sofort, wie viel Präzision ist eigentlich im Grundtonbereich da. Mega cool. Das ist wirklich, es muss schnell, präzise, losgelöst kommen. Das macht die Vorstufe famos. Jetzt wieder tiefer aufbauen. Aber ich möchte mal sehen, ob wieder mein YouTube-Filter sich beschwert wegen irgendwelchen Copyright-Geschichten. Ich lasse ihn mittlerweile jammern. Ja. Keine Ahnung, ob das über Mikrofon hier sinnvoll aufzufangen ist. Aber das sind so Sachen, wenn du in einem Kino sitzt, jetzt mal kurz off-topic, ohne Akustik, dann ist das nicht bumm, bumm,
Bumm. Und hier hörst du, jetzt bei der Szene ist das nicht das große Thema, du hörst halt eben auch dann Unterschiede raus, Differenzierung, falls das ein bisschen lauter, ein bisschen weicher, ein bisschen härter wird. Bei anderen Kinos setzt sich der Raum auf den Impuls so drauf, dass du mehr Raum als Kino hörst. Hat jetzt aber nichts mit der Storm zu tun. Ist nur eine gute Testsequenz. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Kennst du das? Es gibt diesen schönen Date-Spruch, du hattest mich schon bei dem Hallo. Und mir geht es immer so mit einem Heimkino, auch wenn ich bei dir bin, zum Beamer kalibrieren. Wenn der Center Speaker so spricht wie hier, dass ich das Gefühl habe, wo ist denn hier die Frau? Komm raus, ich möchte dich sehen. Ja? Dann ist so ein Heimkino al dente. Dann ist es Geschmacks-al dente. Rolling over the sands. You can see spice in the air. Ja, dieses feine Prasseln vom Sand. Ich liebe Heimkino so unglaublich. Nenn mir ein anderes Hobby, wo du dich reinsetzen kannst und bist in einer anderen Welt. Rennfahren auf dem Nürburgring habe ich zwar selber leider noch nie gemacht. Sicherlich mega cool. Bei mir hat's nur für Go-Kart-Fahren gereicht. Fischen war noch nie mein Ding. Reisen, auch cool. Kannst du auch in andere Welten, aber jetzt nicht nach Dune. Ja. Heimkino ist einfach, was das Hobby betrifft, was diese Immersion betrifft, mega. Vor allen Dingen mit so einer Technik. Ganz kurz off-topic nochmal. Wir haben uns hier selber so eine Hashbox gebaut mit dem NZ9 dahinter. Seitdem klingt das Kino nochmal eine Note besser. Muss ich auch sagen, kauf dir keine Fusion 20, wenn du noch keine Hashbox hast. Und dann ist es falsch formuliert. Wir verkaufen dir ja gerne eine und sie bringt dich auch weiter. Aber vergess bitte nicht, dass wenn du da jetzt Tausende von Euro reinsteckst, um von Vorverstärker A mit Endstufe B auf die Fusion abzugraden und der Beamer trötet dir ein paar Zentimeter hinten mit seiner Lüftungsbatterie mitten ins Ohr. Das geht voll in die Hose. Das macht mitunter mehr aus, sage ich ganz klar, obwohl wir dir gerne Storm und Fusion oder Trinhoff, whatever verkaufen. Das macht im Zweifelsfall mehr auf, wie von einem guten Gerät auf ein potenziell noch viel besseres zu gehen. Ganz klar. Sonst würde ich jetzt diese feinen Staubkörnchen gar nicht hören können. At nightfall, the spice harvesters land. The outsiders race against time to avoid the heat of the day. Das, was ich vorhin gemeint habe, mit, klar, das hört man jetzt deutlich, dass das schneller wird, aber es darf jetzt nicht ineinander übergehen. Der Impuls muss schnell abklingen und nur mit präzisen Geräten funktioniert das so gut, auch in so einem Raum wie hier. Merkst du sofort, hörst du die Qualität raus. Die Fusion 20 ist prädestiniert für hochwertige Audioaufgaben. Bin mega begeistert. Du bist jetzt wirklich live dabei, wie ich jetzt mal den Test laufe hier in unserem TV-Mini-Studio, was ich mal gebaut habe, um so ein bisschen Experimente zu sammeln. Akustik mit dem Fernseher in der Mitte, in einem kleinen Raum, Deckensabwoofer. Ist einfach mal so ein Spielzimmer hier. Und ich teste jetzt mehrere Dinge. Zum einen testen wir, ob EARC gut funktioniert. Und es funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Und wir suchen jetzt mal, wie könnte es anders sein? Na, welche Serie suche ich jetzt? Stranger Things. Um einfach mal zu gucken. Und das ist die zweite Sache. Erstens, das sind sogar drei Sachen. Wie gut klingt zumindest mal der eine Subwoofer da oben? Weil ich habe hier so passive B- und W-Subwoofer dabei. Die Tonaussetzer gefallen mir gerade gar nicht. Oder war das gerade? Ich liebe diesen Film. Also, nochmal aufräumen. Wir testen jetzt mal zusammen, wie gut kann die Storm mit ihrer gebrückten Endstufe einen Subwoofer-Verstärker ersetzen. Die Idee ist mir einfach spontan gekommen. Ist zwar jetzt ein kleiner Raum, aber einfach mal zum Spaß. Ist nicht offiziell dafür freigegeben, aber mir hat der Sebastian Gaetor von Storm Audio gesagt, ich bin nicht der Einzige, der danach fragt. Und jetzt in der aktuellen Firmware kann ich nur einen einzelnen Subwoofer hinzufügen bzw. nutzen, wenn ich diese Brückenfunktion auf den LFE-Kanal zuweise. Normalerweise ist es komplett flexibel. Guckst dir an, was wir vorhin hatten. Aber an dem Punkt gibt es noch eine Einschränkung, wird aber mit 4.6 aufgehoben. Dann kannst du auch zumindest zwei Subwoofer direkt
von den Verstärkern hier mit dem Teil speisen lassen. Also müssen wir mal gucken, ob es überhaupt sinnvoll ist. Wir hören mal rein. So, ich habe jetzt auch hier das D-Rack-Profil. Mal sehen, wie es auch mit D-Rack hier drin klingt. Das ist der zweite Punkt. Wie viel kann eine Storm hier rausholen? Ich kenne den Raum sonst immer nur mit so Yamaha A8, Marantz 8015, mal ein Denon A1, also insgesamt den eher günstigeren Geräten im Vergleich jetzt zu einer Profi-Vorstufe. Aussetzer? Fragezeichen. Jetzt bin ich gespannt. Wenn die Tür aufgeht, dann werde ich weggeblasen. Tonaussetzer sind Käse. Ja, das, wie gesagt, das ist jetzt live. Ja, so macht es keinen Spaß. So macht es keinen Spaß. Okay. Nehmen wir es positiv, das mit dem Subwoofer scheint schon mal zu laufen. EARC mit großen Aussetzern. Jetzt weiß ich aber, das ist jetzt ein Sony-Fernseher. Der ist wohl nicht so ganz unzickig. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier jetzt Storm Audio-Distributeur bin mit meiner Firma, sondern warum ist denn hier EARC-Modus? Hey, wieso steht das auf aus? Wir haben das die ganze Zeit mit einem Yamaha A8, der steht da unten, oder war es ein A6, ausprobiert. Und das war das einzige Gerät, welches hier mit dem Fernseher und dem Kabel überhaupt stabil funktioniert mit ARC. Marantz, Denon, wo ich immer gedacht habe, komm, das ist immer die sichere Bank. In dem Fall hier, nope. Hat nicht funktioniert. Und offensichtlich reiht sich hier die Storm da mit ein. Aber wir gucken mal. Bam. Bam. Vielleicht geht's ja jetzt. Jetzt habe ich was umgeschaltet. Das war die Jitterpause. Nein. Okay. Muss ich mit Storm klären, was hier los ist. CEC soll funktionieren. Kann ich ja mal testen, wenn ich jetzt hier... Oder andersrum. Es ist nicht so meine Welt, muss ich doch zugeben. Moment. I think I have the point. Ich habe... Doch, ARC ist eingeschaltet. Ich kann aber mal nur auf ARC umstellen. Und CEC hatte ich generell abgeschaltet. Ich schalte jetzt mal CEC ein und stelle von EARC auf nur ARC. Alright, wir hören wieder rein. Subwoofer macht einen guten Eindruck. Präzise. Tonaussetzer. Jetzt kann ich höchstens mal hierher gehen. Du kennst dieses Gefrickel mit ARC. Das ist so genau das, was unsere Branche nicht gebraucht hat. Nämlich wieder irgendwie einen Standard, der nicht zuverlässig läuft. Das ist wie USB der ersten Generation. Dieses Plug-and-Pray-mäßige. Wir gucken mal. Jetzt habe ich ja hier Ton. Ach, sorry. Ich muss zugeben, da ich nicht so der Fernsehexperte bin, dass ich mich hier immer erstmal zurechtfinden darf in einer für mich eher verschachtelten Bedienlogik. Wobei der Fernseher vom Bild geil ist. Ach, Englisch. Oh, okay. Ich switch geschwind um. Da war wieder mein schwäbischer Akzent. Wir gucken uns gleich was anderes an. Moment. Wir machen jetzt zusammen mal den Härtetest für den Subwoofer mit einem meiner Lieblingsfilme. Und du weißt, Stranger Things ist meine Lieblingsserie. Mit Game of Thrones.
und Star Trek Discovery und Star Trek Picard. Und Star Wars Andor. Wurscht jetzt. So, jetzt geht's hier. Welcher Film kann das jetzt nur sein? Du weißt es, du weißt es, du weißt es. Boah. Oh, es war wahrscheinlich jetzt ein Takt zu viel, dass wieder irgendein GEMA-Filter anspringt. Naja, gucken wir mal. Pling. Dum, 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 dum. Ich liebe das OLED-Schwarz. Boah. Ist trotzdem kein Heimkino-Feeling hier drin. Obwohl ich in einem guten Abstand sitze. Die meisten Leute sitzen von so einem 70 Zoll danach 3 Meter oder noch weiter weg und das ist dann kein Kino mehr, aus meiner Perspektive. Ich merke übrigens jetzt schon wieder hier bei dieser Szene, die sich hervorragend zum Testen eignet. Dieses, du musst hier sitzen und wenn du die Augen schließt, dann bist du inmitten einer Klangwolke, die nirgends ein Loch hat. Einer Klangwolke, die dich umgibt und wo dieses einfach losgelöst ist. Du sollst Schwerelosigkeit im Raum fühlen von der ganzen akustischen Rezeption und vor allen Dingen keine Rear- oder Frontlastigkeit bei der Szene. Das löst die Fusion 20 wieder so gut ab, das ist ein Gedicht. Jetzt bin ich gespannt, wenn die reinfliegt, ob es da oben so, ob er sich beschwert, dass da Pfeffer. Also da haben jetzt irgendwelche Möbelteile von diesem Rack da vibriert. Hat er gut gemacht, der Verstärker. Übrigens, was ich cool finde. Kannst ja bei der Storm hergehen und einfach Kanäle abschalten. Und dann höre ich jetzt einzeln den Subwoofer. Und dann merkt man, dass jetzt da auch noch ein bisschen Hochton mit drauf ist, da muss man dann halt einen dementsprechenden Tiefpass noch konfigurieren. Was D-Rack jetzt in dem Fall nicht gemacht hat, also das war jetzt wirklich nur eine ganz simple Einmessung. Das möchte ich nochmal ganz gezielt. So kannst du halt sehr gut mit dieser On-Off-Schaltung dein Heimkino checken. Ah ja, das ist die geile Szene. Überhaupt der Tipp, Lautsprecher einzeln hören, zum Feststellen, wo dein Kino Stärken und Schwächen hat. Hello, passengers. Will you all please take a seat? Ja. Welcome, Learning Group 38, your introduction to colonial life. Earth is a prosperous planet, the cradle of civilization. But for many, it's also overpopulated. Es kommt wirklich gut. Good morning. It's a beautiful day. It's time to relax and enjoy your stay. Ja, ich will es jetzt hier nicht so weit überstrapazieren. Deine Geduld mit dem Video. Ja. Klanglich super. Endstufe super. EARC nicht super. Muss man dranbleiben. So viel von mir. Tschüss. Yeah, following quarantine protocol. Es geht! Juhu! Also unzählige HDMI-Kabel später, ein Firmware-Upgrade vom Fernseher, was ich total verschlafen habe. Und auf einmal kam eine Idee, Mensch, es gibt doch mittlerweile die Version 4.5. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Lieber Zuschauer, dieses Video basiert auf der Software-Version 4.5R2P3. Und in Kombination von allem, ich habe jetzt einfach mal alles gemacht, es läuft. Und es läuft richtig gut. Und es klingt Hammer. Wir gucken uns jetzt nochmal zusammen den Anfang an der zweiten Folge. Da ist nämlich ein schöner Gewitterschlag dabei, den ich erst gestern bei einem Kunden genommen habe, um da Folgen und mehr, um da zu gucken, was da mit seinem Subwoofer los ist. Und genau das Gleiche machen wir hier jetzt auch. Klingt doch nach einem Plan. Da ist er schon. Wie bestellt?
Is there a number we can call? For your parents? With your hair. You have cancer? Did he run away? Are you in some kind of trouble? Wow. Is that blood? Stop it! You're freaking her out! She's freaking me out! Wow. Ich muss zugeben, bevor ich das Video hier gerade recorde, habe ich mir nochmal hier ein paar Minuten angeschaut und ich bin total geflasht, wie gut hier in einem Raum, der jetzt nicht der Riesenaufwand an Umbaumaßnahmen gebracht hat. Natürlich sieht sie alles bespannt und so aus, aber hier ist zum Beispiel jetzt keine 80 cm Baffle-Wall drin. Und das sind hier unsere Universe 3, einen 1.400 € Lautsprecher. Und es klingt so gut, wie ich es hier noch nie gehört habe, nicht mal ansatzweise. Also der Sprung, muss ich jetzt klar sagen, zu dem Yamaha A6 ist so grandios gewaltig. Wer sich hier reinhockt, wird nichts vermissen. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch easy. Kurzer Abstand, gute Lautsprecher, gute Akustik, das ist immer die Grundlage. Wenn ich jetzt hier in einem Zahnarzt-OP-Raum sitze, nichts gegen Zahnärzte, dann kann auch die nicht wirklich viel reißen. Aber hier bin ich überrascht, wie viel noch geht. Ich habe gedacht, komm, sind jetzt Lautsprecher, die sind jetzt nicht voll aktiv, sind jetzt keine riesengroßen Standviecher. Ja, ist ein kleiner Raum. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Vor allen Dingen auch wieder hier diese Tiefe, das ist das, was ich am meisten feststelle. Also mit Tiefe meine ich die Staffelung, dass das akustische Geschehen sich mal ablöst, mal in der Wahrnehmungsdimension variiert, fein aufgelöstes, strukturiertes und niemals auch nur ein Hauch angestrengt klingt. Und ich habe schon dedicated Subwoofer-Verstärker gehört, die das nicht so gut gemacht haben wie jetzt die hier. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich nachher zwei Kanäle dranhänge. Rein theoretisch brauche ich dann aber auch bloß Subwoofer den halben Pegel. Also für so einen Raum wie hier, ganz ehrlich, ich mache das. Der A6 fliegt raus, wir werden uns von den A6, A8 sowieso trennen und dann kommt hier eine Fusion rein, was einfach so gut klingt. Und dann noch der Riesenvorteil mit ART on top, was wir in der Vergangenheit festgestellt haben. Guck dir meine On-the-Road-Videos an. ART, wenn die Umgebung dafür passt, das ist nicht überall automatisch der Game-Changer, aber wenn du das Kino entsprechend mitbaust, mit deinem Händler zusammen, der dich da berät, mega. Also klanglich funktioniert super. Jetzt auch mit EARC. Ja, was will man mehr? Die große Frage, die ich mir eingangs gestellt habe, als ich die Fusion 20 ausgepackt habe. Wie gut sind die Endstufen? Das entscheidet darüber, ob die Fusion 20 ein Schnäppchen ist oder ob ich meinen Kunden und dir jetzt auch in dem Video eher empfehle, nimm dir eine Core 16, hol dir ein paar gescheite Endstufen und fertig. Denn schließlich ist die Fusion 20 nicht mehr preislich so no-brainer super attraktiv positioniert, wie seinerzeit die 2 ISP 16.12 3D Elite war. Hier ist der Abstand ein Tickchen größer. Und gleichzeitig mit der Core 16 auch nochmal von unten ein Gerät reingeschoben, wo du die vollen XLR-Ausgänge hast. Das ist der Punkt, wo ich hier sage, der eine große Nachteil, die eine Kröte, die du hier schlucken musst, du bist festgelegt. Du kannst nicht nachher andere Endstufen anschließen, weil es nur 4 XLR-Ausgänge gibt. Verstehe ich persönlich nicht. Mir wäre es lieber gewesen, macht es ein bisschen größer, dafür Anschlüsse, aber habe ich vorhin schon gesagt. Wenn wir das mal zur Seite schieben, dann kommt der große Benefit von dem Gerät, nämlich die Endstufen sind richtig gut. Und jetzt wird es wirklich tricky, weil jetzt darf man wirklich überlegen, du kriegst aus meiner Sicht für den Differenzbetrag von der Fusion 20 zur Core 16 keine Endstufen, die A, so viel Leistung haben und B, die fürs Heimkino so gut klingen, die so viel Dynamik, so viel Power haben. Deswegen macht das ganze Package so durchaus Sinn und ob es jetzt preislich attraktiv ist, werde ich nicht bewerten. Dazu habe ich mal ein Video gedreht, das musst du selber einordnen, aber in der Storm-Audio-Welt ist das hier ein richtig guter Deal. Besonders, wenn man sich auch mal vergleicht. Was würde denn die Endstufe einzeln kosten? Eine 16-Kanal-Endstufe auf dieser Basis mit der Qualität. Die jetzige MK2-Endstufe nochmal 1.000 € teurer, schätze ich jetzt mal. Und dann noch eine Core 16 oben drüber. Dann hast du eine Preisdifferenz von mehreren 1.000 € zum letztendlich selben Gerät und hast dabei noch den doppelten Platzbedarf. Da wird das Ding dann schon wieder interessant. Was ich aber verstehen kann, wenn du jetzt entweder sagst, du möchtest für die Zukunft gewappnet sein, dir eine Vorstufe für alle Zeiten holen, dann nimm eine MK3. Aus meiner Sicht ist das aktuell bei der Storm-Familie der größte No-Brainer.
Weil in Relation zu dem, was andere Vorstufen kosten, auch klanglich, auch im Vergleich zur Trinov, ohne da näher einzugehen, halte ich das Ding für super, super attraktiv. Mit der Option, hinten noch Dante reinzubauen oder auf 32 Kanäle hochzugehen. Also einfach sau attraktiv mit dem Komplettpaket Direct ART, HDMI 2.1, 5 Jahre Gewährleistung, was auch alles hier drin ist. Und du hast halt hier die Limitierung mit den 20 Kanälen, was in den meisten Fällen ausreicht. Du hast Endstufen, die in den meisten Fällen ausreichen. Wenn du jetzt allerdings ein Stereo-Öhrchen bist und sagst, du hast einen Raum, der akustisch vielleicht fast schon so gut ist wie der hier oder sogar besser, was ich jedem wünsche, und du dann eine große Endstufe mit mal wirklich, was weiß ich, eine Rotel Michi dran schließt oder eine Parasound, eine große. Das ist eine andere Nummer wie das, was hier drin ist. Das ist völlig klar. Aber ich glaube nicht, dass du dann so lange überhaupt den Fusion 20 Testbericht oder das Video hier anschaust, wenn du in so eine Richtung denkst. Aber für alle, die ein Heimkino so ähnlich bauen wie wir, wo man eben jetzt nicht große Standlautsprecher nimmt, die niederohmig gehen, die sehr tief runtergehen, sondern wo man mit modernen, intelligenten Satellitensystemen arbeitet, womöglich sogar voll digital mit aktiver Frequenzweiche, bist du hier mega aufgestellt und erhältst ein cooles Package. Das zur Fusion 20. Klick bitte einmal auf Gefällt mir, um uns zu unterstützen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich außerdem auch noch über einen Kommentar. Und ansonsten viel Spaß mit den weiteren Videos hier drüben, da oben, auf YouTube. Hab eine fantastische Zeit, genieß dein Heimkino.